du. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Juli war ein busy Monat für mich und ich habe nicht nur über ein halbes Dutzend Manga-Bände übersetzt, sondern hatte auch noch privat einiges vor. Natürlich habe ich es auch geschafft, einige Videospiele durchzuspielen. Und jetzt ist schon der August vorbei und das Video ist immer noch nicht fertig. Tja, ist jetzt eben so. Aber genau deswegen lege ich jetzt einfach mal los. Here we go! Ich habe mich sehr auf Final Fantasy 16 gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Ja, das Spiel ist mehr Actionspiel als Rollenspiel und einige Nebenmissionen haben nicht besonders interessanten Inhalt, aber ich habe trotzdem meine Zeit mit dem Spiel sehr genossen. Während Clive zu Beginn noch ein wenig schwächlich unterwegs ist, kriegt er mit jedem Acorn, keine Ahnung, was das deutsche Wort dafür ist, weil ich das Spiel auf Englisch mit japanischer Sprachausgabe gespielt habe, wird er immer mächtiger und erfüllt am Ende eine Power Fantasy, von der ich überhaupt nicht geträumt hätte. Wenn man sich mit Bahamut-Kräften durch die Monster und Gegner schnetzelt und dann noch in den dicken Bosskämpfen als Irrwit gegen sie antritt, ist es eine so coole Bombast-Action, die mich unfassbar begeistert hat. Wer lieber mehr klassische RPG-Kost haben möchte, hat die letzten Jahre im Portfolio von Square Enix mehr als genug Auswahl bekommen, weswegen diese Nische zumindest in meiner Meinung nicht wirklich von Final Fantasy abgedeckt werden müsste. Als Übersetzer war es übrigens unfassbar spannend, die Titel mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten zu spielen, weil die Übersetzung meistens sehr, sehr frei war, aber gerade dadurch besonders gut wurde. Es ist beeindruckend, was die Lektoren aus der Übersetzung herausgeholt haben, auch wenn es für meinen Geschmack an einigen Stellen vielleicht etwas zu frei wurde. Crisis Core Final Fantasy 7 war das Spiel, weswegen ich mir im September 2007 auf meiner Reise durch Japan eine PSP gekauft habe. Nach Advent Children und sogar nach Dirge of Cerberus, die beide während meines Auslandsjahres erschienen sind, war ich so scharf auf mehr Geschichten in der Welt von Final Fantasy 7. Wenige Tage später fuhr ich in Tokio mit der Yamanote-Linie durch die Stadt und spielte auf meiner brandneuen PSP Crisis Core. Ich war am Ende vom Spiel angekommen und während ich mich durch die letzten Momente kämpfte, heulte ich so sehr, wie ich damals noch nie im Leben geweint hatte. 16 Jahre später ist das Ende vom Spiel immer noch genauso traurig und mitreißend wie damals. Zwar hat die Story einige kleine Hänger und die großen Überraschungen von damals sind leider nicht mehr so neu, aber ich hatte dennoch großen Spaß, mich erneut durch das Spiel zu spielen. Besonders beeindruckend ist die Qualität der neuen Grafik. Einige Gesichter sehen zwar etwas seltsam aus und die Animationen sind aus der PSP-Version übernommen, aber ansonsten sieht das Spiel fast so gut wie Final Fantasy 7 Remake aus. Zusammen mit meinem Neffen Erik habe ich mich über mehrere Wochen und Monate nach und nach durch It Takes Two gespielt. Zwar kann ich den Hype um das Spiel nicht ganz nachvollziehen, weil es jetzt weder spielerisch noch vom Leveldesign überragend war, aber ich hatte dennoch Spaß, mich im Koop durch das Spiel zu arbeiten. Für ein kleines I Only Die Once Video habe ich mich mit einem Leben durch Mega Man The Power Battle gespielt. Es ist irgendwie richtig cool, wie sie die klassischen Mega Man Titel als Automatenspiel umgesetzt haben. Natürlich ist das Spiel nicht gerade besonders kompliziert und sehr kurz, aber für zwischendurch ist es wirklich ein großer, großer Spaß. Es ist viele, viele Jahre her, seit ich das letzte Mal Super Mario 3D Land gespielt habe. Wenn das schon nicht Grund genug wäre, wollte ich auch endlich mal ein Spiel auf einem 3DS-Emulator auch spielen. Genauso habe ich es auch getan. Zwar hatte ich nicht die beste Zeit meines Lebens, weil der Emulator manchmal mit HD-Texturen nicht besonders gut umgehen konnte und beim Abspann einfach abgestürzt ist, aber das Spiel ist immer noch ein großer Spaß. Zwar ist 3D World in so gut wie allen Belangen das bessere Spiel, aber ich hatte dennoch Spaß, wieder zu diesem Spiel zurückzukehren. Rogue Legacy 1 war schon ein tolles Spiel und der zweite Teil macht im Grunde alles besser. Bessere Grafik, besseres Balancing. Der Titel wird zum Ende krass schwer, aber wenn ich dann doch endlich einen Boss besiegt hatte, überkam ich gewaltige Euphorie. Ich musste zwar zwischendurch ein paar Tage Pause machen, weil der Schwierigkeitsgrad mir viel abverlangt hat. Wahrscheinlich hätte ich lieber etwas grinden sollen, um mich zu stärken und somit das Spiel einfacher zu machen. Wer Spaß an Roguelikes hat, sollte sich diesen Titel zumindest mal anschauen. Ich hatte zumindest sehr viel Spaß mit diesem süchtig machenden Game Loop. Juli habe ich ein paar richtig gute Spiele durchgespielt. Final Fantasy 16 ist bisher mein Lieblingsspiel des Jahres und Rogue Legacy 2 hat mich tagelang begeistert. Auch im August habe ich schon ein paar Spiele durchgespielt und das ist wohl dann das Thema eines anderen Videos, das hoffentlich etwas pünktlich herauskommt.
Welche Spiele hast du im Juli oder August durchgespielt? Hast du irgendeins dieser Spiele durchgespielt? Hast du irgendeine andere Frage? Schreibe es mir unten in die Kommentare. Ansonsten lass mir gerne ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank, dass du dieses Video geschaut hast und ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.